Hallo mein Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin einmal Pixel und heute werden wir die Shetland-Ponys decken, denn wir haben die Mongolen und die Quarter Horses schon. Und jetzt ist es an der Zeit, noch die Shetties zu decken. Hab ja gesagt, ich werde das ein bisschen aufsplitten und ich finde das auch irgendwie deutlich schöner und entspannter. So, der erste Hengst, der zum Einsatz kommt, ist von Maya, natürlich. Little Knight, ich finde ihn unheimlich süß mit seinem Braun einfach und mit seinem Dunkelbraun und er hat einfach 8 Grit und über 75 Konfi. Das ist schon echt der Wahnsinn, ne? Genau, und wen haben wir denn dafür? Ich gehe mal eben hier rein und zwar haben wir hier einmal meine Ciri. Die finde ich einfach nur absolut goldig und ich möchte es einfach mal versuchen. Vielleicht gibt es ja ein Set mit ab. Mal schauen. So, einmal das. Dann haben wir die Stute Citrus. Und die Stute Citrus, wie ihr gesehen habt, hat auch viele, also eine gute Konfi. Nicht viele Konfi, gute Konfi. Wo ist sie denn jetzt? Hier oben ist sie. Citrus. Auch eine meiner Stuten, die ich geschenkt bekommen habe oder ja doch geschenkt gekriegt habe von jemandem. Nochmal ganz liebe Grüße. 74, ich glaube, das ist das Höchste, was ich eigentlich habe, abgesehen jetzt von Paradox mit 76. Und ja, würde ich gerne probieren. Sie hat auch 7 Gut, er hat 8 Gut, das kann nur gut werden, sagte sie, dann kommt da wieder Käse bei raus. So, und dann haben wir noch Black Beauty und sie hat 73er Konfi. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist Black Beauty. Eine 73er Konfi und ja, denke, das könnte auch ganz nice werden. Jetzt zwar weniger GP, 5 Gurt, aber das sollte uns nicht aufhalten davon. So. Sehr schön. Und dann haben wir halt auch schon die beiden abgespeist. Und jetzt kommen wir zu einem Hengst, der neu ist bei mir. Und das ist der Opal. Und Opal habe ich, ist mein Hengst, gezogen aus Haley. Und Haley stand ursprünglich zum Verkauf. Oder sie ist auch verkauft worden, glaube ich. Da war das Ding, was ich schon tragend im Verkauf war. Und dann hat sie, als sie ein paar Tage nicht wegging, diesen jungen Mann geschmissen. Und ich fand ihn so toll. Ja, er hat Sabino dabei, aber das kriege ich hoffentlich noch raus. Und ja, ich fand ihn aber von der Farbe her so genial, wegen dem Roan und dem Dashot 1, dass ich sagte, nee, der muss bleiben und bei mir auf jeden Fall ein paar Stuten decken. Und genau das werden wir jetzt machen. Und zwar habe ich hier einmal die Queen's Fairy ausgesucht. In der Hoffnung, dass ja, die GP von ihr die GP von ihr übernommen werden und die Konfi von ihm so ein bisschen und ja, vielleicht so ein Tobiano Roan rauskommt oder sowas. Mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dann hätten wir noch die Red Feather. Die würde ich auch gerne, ach so, das können wir auch so machen. Die würde ich auch ganz gerne mit ihm decken. Ist sonst auch immer so rum gemacht, ne? Sowas auch irgendwie angenehmer. das finde ich süß. Dieses ist zwar ein bisschen besser, aber trotzdem würde ich es gerne ausprobieren. Vor allem, weil ich nicht so viele Pferde mit oder viele Shaddies mit Splashwort 1 habe. Und ich dachte, das können wir da gut reinmischen, so. Dann kommt Elegance und die würde ich gerne auch mit ihm decken. Ich weiß, dass das trotzdem eine sehr heikle Sache ist wegen den GP. Aber es geht mir halt auch um das Splashwort 1 und das Roan und ich möchte es gerne versuchen. Wir werden sehen, was dabei rumkommt und ob was bei rumkommt. Und dann habe ich noch meine wunderschöne Stute Silver Evoli, die endlich erwachsen geworden ist. Und auch sie würde ich gerne mit Opal decken. Ich bin mega gespannt, was hierbei rauskommt. Das kann nur gut werden, das kann nur schön werden. Und dafür stehe ich mit meinem Namen, Leute. Oder auch lieber nicht. So, dann haben wir Spooky. Spooky ist auch ein neuer Hengst von mir. Den habe ich vom Markt einfach ergattert. Und ich finde ihn einfach wunderschön. Der ist jetzt nicht der total krasseste oder so, aber ich finde ihn einfach super. Und hier möchte ich gerne einmal Sugar Cookie mitdecken.
Einmal den hier. Ich hoffe, die Dapples übernehmen hier so ein bisschen. Ich finde das total süß. Er hat auch einen Mushroom, habe ich gesehen. Dann würde ich gerne Oreo-Mango noch mit Spooky decken. Voilà. Ja, das passt auch ganz gut. Oh, ich wusste gar nicht, dass die Mutter einen Roan hatte. Aber sie hat es auch nicht mitgenommen. Sehr, sehr schön. Und dann gibt es noch eine Stute und das ist Peppermint. Sie hat einen Doppelmushroom und wenn wir Glück haben, kommt da was Schönes, Tobiano-Mushroomiges raus. Wenn wir Glück haben. Und das fände ich auch richtig, richtig süß. Deshalb dachte ich, das probieren wir einfach aus. So, dann hätten wir die beiden. Und dann habe ich noch einen Roan-Hengst ergattert, auch auf dem Markt. Und habe auch gar nicht viel für den bezahlt, aber wahrscheinlich, weil die Konfi bei 72 ist. Was ja jetzt schon mittlerweile low ist, aber für mich ist das halt gut. Und ja, ich finde den einfach super süß. Er hat anders gehießen, irgendwas mit Fatal oder Funtal, Finta, irgendwie sowas Komisches. Ich habe ihn Cinnamon genannt und gut ist. So, für ihn habe ich zwei Stuten und das ist einmal Red Fluff. Das passt, glaube ich, ganz gut. Wo ist er? Ich bin schon mit der Maus drauf und habe gerade überlegt, na, wo ist er denn? Finde ich hier auch den Vater sehr süß, aber er hat leider das Z-Gen nicht abgekriegt. Aber das macht nichts. So, einmal so. Und dann kommen wir noch zu Blue Cupcake. Und ich denke, Blue Cupcake und er matchen auch. Also das wird auch was Schönes, denke ich. Und ja. Ich bin sehr gespannt. Perfekt. Ja, liebe Leute, das war's schon mit der Züchterei oder mit dem Decken bei den Chatties. Kann ja nicht immer ewig lang sein, das Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.